Ja, hallo Kameraden, hallo Leute, ich begrüße euch hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, es geht euch allen gut. In Frankreich ist die Hölle los. Wir haben den Blick nicht mehr drauf. Auch weil man es bei uns in den Medien gar nicht mal so zeigt oder vielleicht nicht zeigen möchte. Es geht natürlich um die Gewalt, die beiderseitige Gewalt, die von der Polizei ausgeht und die von den Demonstranten ausgeht, von den Revolutionären, würde ich sagen. Ja, vive la France! Hier ist er, mein kleiner Legionär. Und wie ihr besser wisst als ich, gab es ja dieses 49-3, den Artikel 49-3. Das wurde angewandt und die Sache ist durch, der Käse ist gefressen. Die neue Rentenreform in Frankreich besagt ja, dass das Renteneintrittsalter angehoben wird von 62 auf 64 Jahre. Und heute möchte ich ein bisschen mit euch über Rente sprechen. Nicht nur über die Rentenreform in Frankreich, sondern allgemein über Rente. Auch bei uns in Deutschland. Und das möchte ich tun als Familienvater und als der Zivilist Thomas Gast und nicht als der Militär. Ob man das irgendwie detachieren kann, das weiß ich nicht. Ich hoffe, es gelingt mir. Meine Überlegungen gehen ein bisschen dahin, wo ich denke, dass der Staat so ein bisschen ein Ding draus macht, wie wir geben den Bürgern ein Geschenk. Das heißt, mit der Rente machen wir den Bürgern Mit der Rente machen wir euch ein Geschenk. Was ja total abstrus ist. Ja, es ist kein Geschenk vom Staat an uns Bürger. Die großzügige Rente, die ihr dann bekommen dürft. Ja, ihr dürft ab dem und dem Alter eure Rente genießen. Das ist doch alles irgendwo Quatsch. Auch deshalb Quatsch, weil ich denke, dass wir uns diese Rente, und zwar jeder von uns, jeder von euch, die Rente auch verdient hat. Wir haben lange gebuckelt, wir haben lange geackert, wir haben mehr oder weniger immer Vollgas gegeben, um das Rentenalter, welches auch immer, zu erreichen. Und wir haben dafür eingezahlt. Wir haben unsere Rente ehrlich und aufrichtig erwirtschaftet. Aber es wird immer so dargestellt, als würde uns der Staat eben mit dieser Rente, und jetzt dürft ihr in Rente gehen, so ein wahnsinniges Geschenk machen. So, wir geben euch was. Hier, nehmt, das ist eure Rente. Bitteschön. Dann dürfen wir uns noch bedanken dafür. Ich denke, dass es unser Recht ist, unsere Rente, ich spreche vom Materiellen, vom Geld, zu genießen, ohne dafür groß Demut an den Tag legen zu müssen oder ohne uns bei irgendjemandem dafür bedanken zu müssen. Was wir vielleicht nicht machen sollten. Und da bin ich jetzt ganz formell. Und da sollten die Männer im entsprechenden Alter vielleicht auch aufpassen, mal vielleicht ganz genau zuhören. Wir sollten eins nicht tun. Und zwar definitiv in Rente gehen. Ja? Das Geld nehmen, ganz klar, gehört uns, haben wir uns verdient, ist unsere Kohle. Aber wir sollten uns nicht auf das Spiel einlassen, dann wirklich ab Renteneintrittsalter nichts mehr zu machen. Ich würde vielleicht, wenn ich jetzt so der typische Rentner wäre, würde ich vielleicht ein Jahr mal sagen, okay, ich mache mal ein Jahr lang gar nichts, lass mal die 5 gerade sein und ich mache mal ein bisschen weniger als sonst. Aber dann würde ich wieder reinrutschen wollen in einen Modus, Machermodus, in Machermodus reinrutschen. Also nicht mehr einen Job annehmen oder arbeiten gehen oder irgendwie nochmal Gehalt bekommen oder Steuer zahlen oder was weiß ich, sondern einfach machen. Irgendwas machen, was mir Spaß macht, ein geiles Hobby haben, kreativ sein, körperlich und geistig mich involvieren in Dinge, die irgendwo einen Sinn und einen Zweck haben, mich vielleicht einspannen lassen, mich um meine Enkel kümmern, mich um meine Motorrad fahren, segeln gehen, reisen, irgendwas machen, was noch wirklich den alten Knacker in mir fordert. Ja, auf jeden Fall Sport machen, jeden Tag joggen gehen, fischen gehen, rausgehen, Projekte aufstellen, Projekte durchziehen, ja, Wege gehen, Sinn erkennen, drauf los, marschieren mit dem Kopf, wirklich im Alter aktiv sein. Ich denke, dass wir Männer, bei den Frauen weiß ich das nicht, in diesem Alter, wo wir in Rente gehen, sprechen wir mal vom Alter von 60, 62, 65 maximal, dass wir da in einem Zustand der höchsten Kreativität sind. Vielleicht sind wir körperlich nicht mehr so fit, aber geistig, kreativ sind wir unwahrscheinlich powerful drauf. Und das müssen wir ausnutzen, denn lange Zeit hinten raus bleibt uns nicht mehr. Also, wenn wir in Rente gehen, erstmal eine Pause machen, sich neu orientieren, aber dann volle Pulle loslegen. Dann erst richtig durchstarten, kreativ, mit Köpfchen. Und das ist ganz wichtig für die Männer. Ja, das ist unwahrscheinlich wichtig, denn ich kenne viele Männer, die, wenn sie in Rente kommen, zunächst mal in ein wahnsinnstiefes Loch fallen, bis sie sich dann darauf besinnen, hey, da war doch noch was. Ja? Da war doch noch was. Und das, was da war, wo sie sich daran erinnern, das ist eben, dass man
mit 60, mit 65 nicht aufhört zu leben oder dass man da wirklich anfängt, ein Rentnerleben zu leben. Nein, wir legen uns nicht auf die faule Haut. Wir sind und werden körperlich aktiv. Wir werden kreativ süchtig nach mehr. Und das ist wichtig. Das ist Zündstoff. Das ist Power. Das ist Benzin für unsere Maschine hier. Ganz wichtige Sache. Männer. Ja? Und ihr könnt euch jetzt schon mal einen Plan zurechtlegen, wenn ihr demnächst in diese Situation kommt, wie denn euer aktives und powervolles Rentnerleben aussehen könnte. Das Letzte, was ich euch dazu sagen wollte, ist, dass ich glaube persönlich, das engagiert nur mich, ich glaube, dass da, was in Frankreich gerade abgeht, diese Revolution, dieses Vorgehen, dieses Demonstrieren gegen das Renteneintrittsalter mit 64, das ist wahnsinnig wichtig. Das ist richtig und das ist wahnsinnig wichtig auch für uns. Denn die Franzosen haben es richtig erkannt, die wissen, was sie wollen. Und die wissen, was sie nicht wollen. Ich sag's mal so, Renteneintritt mit 64 Jahren, das ist fair. Das ist unwahrscheinlich fair. Wie gesagt, wir haben ein Leben lang gebuckelt und wir haben das Recht, frühzeitig in die Rente einzutreten. Ja? Und nicht wie bei uns in Deutschland, wo man jetzt drauf wartet. Wann kommt ihr denn in die Rente mit 70? Leute, mit 70 liegen einige alte Knacker, Knaben, ja, schon in der Kiste. Da geht nichts mehr. Rien ne va plus. Wir sollten einen Zustand erreichen, wo wir sagen können, wir können noch 20 oder 25 Jahre lang unsere Rente rüstig, kreativ, aktiv, bei vollem Bewusstsein und körperlich noch ein bisschen fit genießen. Und das muss unser Ziel sein. Und wenn Sie uns jetzt erzählen wollen, Rente mit 70, nein, das geht nicht. Das geht nicht. Das ist unwahrscheinlich negativ für die Psyche, wenn ich an sowas denke. Das putzt mich runter. Das putzt mich runter. Ich habe da wenig Probleme mit. Ich habe schon eine Rente. Ich kriege von Deutschland auch noch eine Rente. Ich glaube mit 67, ja, habe ich mir auch erwirtschaftet. Ich habe auch in Deutschland gearbeitet. Ja, mainly aber in Frankreich. Aber mit 70 in Rente gehen, das ist irgendetwas, wo ich sage, nee. Das ist ein gewollter Prozess, von wem auch immer angeleiert, der möchte, dass die ganzen Rentengelder, die wir erwirtschaftet haben, die wir einbezahlt haben, eigentlich übergangslos woanders hinfließen, weil wir ja mit 70 oder 72 in die Kiste reinfallen. Und vielleicht gab es ja in vergangenen Zeiten Prozesse, die dieses in die Kiste springen, ein bisschen beschleunigen. Vielleicht wurden wir da ein bisschen in diese Ecke gedrängt durch ganz bestimmte Maßnahmen. Ich möchte mal nichts sagen. Darf man ja nicht. Auf jeden Fall, Renteneintrittsalter 70 Jahre, never, never. Die Franzosen haben da meinen vollsten Respekt, dass sie sagen, wir haben nur ein Leben und ein großer Teil von diesem Leben sollte auch die Rente sein. Und dafür gehen sie auf die Straße und dafür kämpfen sie. Und das ist meines Erachtens nach völlig richtig. Die haben alles erkannt. Vive la France. Vive la France. Ja? Also es kam in Frankreich am 1. Mai oder rund um den 1. Mai, hauptsächlich am 1. Mai, zu nationsweiten Protesten gegen diese Rentenreform. Da waren 3,7 Millionen Menschen auf den Straßen. Ich weiß nicht, ob man das in Deutschland zeigt oder anderswo. Ja, ich habe hier einige Ausschnitte und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Da war die Hölle los. Wie gesagt, Franzosen, die haben alles kapiert. Ich zauber gleich nochmal ein anderes aus dem Hut. Also, es gab viele Verletzte unter den Demonstranten. Es gab sehr viele Verletzte unter den Polizisten. Die Polizei hat sogar Blendgranaten einsetzen müssen. Müsst ihr euch mal vorstellen. Die ist wahnsinnig brutal gegen die Demonstranten vorgegangen. Andersrum genauso. Die Demonstranten wahnsinnig brutal gegen die Polizei und gegen die Ordnungskräfte vorgegangen. Es waren die größten Proteste seit 50 Jahren. Wenn mich nicht alles täuscht, war das unten am Louvre. Also Paris in Flammen. Es ist crazy. Also die sagen hier, die rufen hier, die skandieren Rufe wie, jawohl Macron, wir haben den
den Sonnenkönig enthauptet oder Louis XIV. Enthauptet, das können wir mit dir auch machen. Also es geht ziemlich, es gibt ziemlich rau zu dieser Tage in Frankreich. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wir noch nicht alles gesehen haben. Ich glaube, das ziehen die Franzosen dieses Mal vollkommen durch. Es wird kein Tag Ruhepause geben für die Regierung. Und ich denke, dass es so weit gehen wird, dass die französische Regierung dieses 49-3, diese Erhöhung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64, demnächst ganz einfach zurückziehen muss. Wie gesagt, die größten Demonstrationen in Frankreich seit über 50 Jahren. Ja, sollte es in Deutschland auch so weit kommen, dass wir diese Art Revolution haben, ja, diese Krawalle. Ich habe schon gesagt, dass der deutsche Michel immer ein bisschen länger braucht, um hier vielleicht das ein oder andere Ding zu verstehen. Bei dem muss fast alles schon den Bach runtergegangen sein, bis er sich mal in Bewegung setzt. Ist jetzt keine Beleidigung. Nein, ich sehe das so. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Vielleicht sind ja einige unter euch, die jetzt an solchen Demonstrationen nicht mitmachen möchten. Oh, da werde ich gleich mal zurückrufen. Habe mich an Freund, Kamerad angerufen, rufen wir gleich mal zurück. Wenn ihr jetzt in solchen Demonstrationen irgendwie gefangen seid, weil ihr euch sagt, nee, ich möchte da nicht mitmachen, eigentlich bin ich alles bei mir Friede, Freude, Eierkuchen, Rente mit 70, 85, 90, kein Problem. Und ihr möchtet da nicht in den Strudel der Gewalt gelangen. Ja, hier gibt es einige Tipps und Ratschläge, wie ihr euch da verhalten könnt. Ich habe da in einem Buch beschrieben, wie man sich verhalten kann, wie man sich kleiden kann, welche Worte man wählen müsste, wenn man mal in solche Situationen käme, wo man sagt, okay, jetzt wird es aber kritisch, und wie man auch seine Wohnung, sein Haus, sein Appartement absichern kann, damit eben die Bad Boys da nicht reinkommen oder nicht so ohne weiteres reinkommen und euren Seelenfrieden, ja, den Seelenfrieden des 95-jährigen alten Rentners stören. Ja, also auf jeden Fall mein Tipp, dieses Buch sich durchzulesen, um damit schon auf der sicheren Seite zu sein. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Ich wünsche euch all das, was ihr euch auch wünscht. Die Message, wie üblich, Krieg ist absolute Kacke. Braucht man nicht, will keine Sau. Amitié Legionnaire, danke fürs Zuhören. Euer Thomas Gast. Bye, bye. Tschüss.